Blogger mit Starallüren beschäftigt Michael Weber auf der Wache. Jojo, was geht ab, Leute? Ich bin hier gerade bei der Polizei. Was machen Sie? Wer sind Sie? Was wollen Sie? Einstellen. Machen Sie mal aus. Ja, bringen Sie. Haben Sie mich jetzt gefilmt? Ja, klar. Ich möchte das nicht. Wir sind doch Polizeiwache, nicht am Rummelplatz. Eindeutig. Ich will das nicht. Was wollen Sie? Ja, sehen Sie das hier? Ja, sind verletzt. Brauchen Sie diese alten Schabracken da draußen, die haben mir eins rübergehauen. Ich will gerne eine Anzeige machen. Hier, ich zeig Ihnen mal das Video. Hab ich sofort da. Schau dir das mal an. Ja, und haben Sie das gesehen? Hab ich gesehen. Und warum verfolgen die Frauen Sie? Keine Ahnung, was Sie von mir wollen. Ich habe nichts gemacht. Sie haben nichts gemacht? Ich bin Internetblogger, mach ab und an mal Videos, aber ansonsten keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal, wo die herkommen. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Okay. Also, Sie kennen die Frauen auch gar nicht? Ich möchte auch gerne Anzeige machen. Warum müssen wir erstmal gegen Unbekannt machen, wenn Sie keinen Namen haben? Ich weiß nicht. Der Polizist will die Frauen zu der Attacke auf den Videoblogger befragen. Die drei machen dem 19-Jährigen schwere Vorwürfe. Hallo! Entschuldigung, Sie sind hier von der Polizeiwache, nicht vom Kindergarten oder Schule? Nee, so. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ansonsten bitte. Also, wir haben auch nicht gedacht, dass er hier vom Kindergarten oder so ist. Ich habe Sie aber schon mal gesehen. Mit Sicherheit. Auf Video. Gerade. Ach, hat er auch? Oh, mit Ihrer Handtasche. Ja, das kann gut nehmen. Der junge Mann, meint, der junge Mann muss alles aufnehmen. Ja, nur eine. Nur eine. Also, wir können alle zusammen singen, aber nur eine sprechen. Ja. Es geht in erster Linie um meine Tochter Vanessa, 16. Okay, 16 Jahre. Ja, die braucht mittlerweile jetzt einen Psychologen durch den Justin. Der hat sexuelle Ambitionen im Internet mit dem Namen meiner Tochter und diverse andere Mädchen, also Töchter. Also ich bin so fertig. Stalkt er die oder was macht er? Ja. Offenbar ist der Videoblogger doch nicht so unschuldig. Bei seinem Anblick verliert eine der Mütter die Fassung. Büro rein, bitte. Da ist er! Ja, ist er! Ich hab gesagt, geh ins Büro rein. Was ist mit denen? Was essen? Lass dir mal erzählen, geht um die Töchter wegen Stalking. Mit ihm zusammen. Ich sag nur meine Ansage. Alles klar, okay. Michael Weber bittet den 19-Jährigen zu warten, als sich ein Mann an ihn wendet, der den Polizisten der Wache nur allzu gut bekannt ist. Was hab ich dir gesagt? Fleißig. Wie bitte? Sie, ich bin der Herr Büttner. Okay, Herr Büttner, was hab ich Ihnen gesagt? Ja, das. Dass ich nicht mehr kommen soll, das geht ja gar nicht. Wir sind die falsche Ansprechstelle hier. Gucken Sie, Sie müssen sich das mal angucken. Hier. Für Ihre Parkvergehen ist das Ordnungsamt zuständig. Ja. Das ist der ruhende Verkehr. Sparker. Und der hier, der hat direkt vor Ihrem Polizeipräsidium geparkt. Und dieser hier, gucken Sie sich das mal an, der ist bei Rot über die Ampel gefahren. Ja. Haben Sie die Liste fertig? Ich habe das alles akribisch aufgelistet. Herr Büttner, in diesem schönen Land muss Recht und Ordnung herrschen. Der Kollege, und dafür bezahle ich Sie mit meinem Steuergeld. Genau, vor allen Dingen das speziell ist mich. Ihre Aufgabe. Speziell mich. Ja, Herr Büttner, der Kollege wird sich darum kümmern, aber kommen Sie hier nicht mehr vorbei. Wir sind die falsche Ansprechstelle. Sie müssen sich darum kümmern. Ja, das ist ein Ordnungsamt, was sich darum kümmert. Das geht doch gar nicht. So was geht doch nicht. Ich gebe das doch weiter. Das geht nicht. Wir leben in einem schönen Land ganz mit Recht und Ordnung und das muss so bleiben. Ich parke auch immer richtig. Ja, und die sollen das auch? Herr Büttner, haben Sie vollkommen recht. Ja, wir sind froh, dass wir solche Bürger wie Sie haben, die uns hier bei unserer Arbeit alle auf. Ja. Was machen Sie nochmal vom Beruf? Was ich bin? Ich bin Hausmann. Doktor im Ruhestand. Doktor im Ruhestand, okay. So. Dann hätten Sie besser Polizeibeamter werden sollen. Ja. Dann hätten Sie das aktiv arbeiten können. Ja, dann hätte ich das hätte ich dann vielleicht noch besser gemacht als Sie. Ja, so, ja, das mit Sicherheit. Steht außer Frage. So, das steht außer Frage. Das ist Ihre Aufgabe, Ihnen nachzugehen. Genau, und den gehe ich jetzt auch sofort mal. Der Kollege, wenn Sie das nicht machen, ich komme jeden Tag wieder. Paul Richter will die Unterlagen an das Ordnungsamt übergeben. Michael Weber spricht indessen mit den drei Müttern und dem bekannten Social-Media-Star. Peggy Herrmann ermittelt, dass der 19-Jährige die minderjährigen Töchter der Frauen auf besonders hinterhältige Art und Weise ausgenutzt hat. Worum geht's hier überhaupt? Ja, der Schnösel da drüben, der hat meine Tochter Vanessa, 16 Jahre, Vanessa Frischke, Sachen rausgekitzelt, sexuelle. Man hat ja Scham und so und schreibt sich hin und her so ein paar Sachen. Und, also über WhatsApp geschrieben und sie sexuelle Sachen gefragt? Ja, richtig. Worauf sie steht und was sie mag. Und, lassen wir mal
lassen mal die da. Ich glaube, Sie sind am ruhigsten hier. Ja. Sind Sie denn auch betroffen? Haben ja, also wir sind alles drei Mütter. Also, ja. Und wir haben uns darüber ausgetauscht. Ich wollte mit ihm sachlich reden. Mhm. Die Damen waren etwas aufgebrachter wie ich. Und zwar geht es halt darum, dass dieser Justin unter falschen Versprechungen aus unseren Töchtern Sachen herausgelockt hat, die jetzt sehr, sehr schädigend sind, weil sie werden von den Mitschülern gemobbt. Was ja, alles mögliche. Zum Beispiel, also bei meiner Tochter war es jetzt nicht so schlimm. Es ja. ging die nur waren vorher so lebhaft, unsere Mädchen. Petting, also er will halt die schlimmsten sexuellen Erlebnisse von den Mädchen erfahren und postet die dann einfach plötzlich ins Internet. Und das ist ganz schön. Also das hat er jetzt auch. Und, Also ich habe mit meiner Tochter geredet. Sie sagt, es wäre ohne Bild, aber mit ihrem Namen komplett ja. Vor- und Nachnamen, mit ihrem Alter, ja. Schule. Also jeder hat sie erkannt und jeder ja. spricht sie jetzt darauf an und deswegen leidet sie halt. Ja. Ja. Okay. Also so eine Art Mobbing ist das ja. Ist doch selber schuld. Ist das die Wahrheit oder ja, ist das klar. Die Lüge? Die haben mir doch die Sachen selber von alleine geschickt. Ich habe doch keinen gezwungen, mein Gott. Okay, du hast sie aber aufgefordert, die Sachen zu schicken. Ja, wenn die was so blöd sind, was war jetzt die Gegenleistung dafür? Ja, wenn sie dir Sachen schicken? Ja, ich bin halt im Internet etwas bekannt, dann okay. treffe ich mich halt mit der besten Story auf ein Date, ja. Aber er hat auch wirklich den Mädchen ganz klar versprochen, keinen Namen zu veröffentlichen, sondern das anonym zu posten. Und das ist halt nicht passiert. Wie alt sind die Töchter? Meine 14. Wobei ich aber sagen muss, ist das auch natürlich ein bisschen naiv von den Töchtern, solche Preise zu geben. Natürlich, sie traute sich gar nicht mit mir drüber zu reden. Der Videoblogger wird wegen Rufmords und Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs angezeigt. Die Mutter, die den 19-Jährigen am Kopf verletzt hat, wird wegen Körperverletzung belangt. Heutzutage sind gerade soziale Netzwerke ein ganz großer Bestandteil, gerade für junge Leute. Und viele sind wahrscheinlich auch relativ naiv, denken, ihre Daten sind sicher, geben viel zu viel Preis, Fotos, private Dinge. Da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen, was man postet. Denn, oder überhaupt auch weiter verschickt, denn was einmal im Internet ist, ist im Internet und recht schwierig wieder rauszulöschen, bis fast unmöglich. Stefan Sindera und Moritz Breuer fahren Streife in Köln-Korweiler. Wieso hast du schon einen Handschuh an? Nee, hab ich ja noch nicht an. So, ich dachte, du ziehst jetzt an. Ich bereite die nur vor für den nächsten Einsatz. Der kann ja jederzeit kommen. Jederzeit kann über Funk der Einsatz kommen. Raubüberfall, Geiselnahme. Wir sind ja, die ersten. Aber dann hast du in der Regel noch genug Zeit, dir die Handschuhe anzuziehen während der Fahrt. Weil es ist mir noch nicht passiert, dass ich quasi direkt am Einsatzort war. Nein. Also schon Nähe, ja, das hatte ich schon, aber dass ich direkt da bin mit dem Funkspruch, das hatte ich noch nicht. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwie eine Beamfunktion in den Streifenwagen. Nee, noch nicht. Die mir aber noch nicht bewusst geworden ist. Ich würde dann aber mal gucken, sag mal, was nach vorne da sitzt. Ich glaube, die brauchen mal Hilfe, ne? Ja, sieht so aus. Der fasst sich an den Kopf. Weint der Junge? Sieht so aus. Na komm, den wollen wir nicht länger weinen lassen, oder? Hallo? Guten Tag, Breuer Polizei Köln. Ja, als Polizei werden wir immer nur wahrgenommen, wenn irgendwelche schlimmen Dinge passieren, größtenteils. Aber wir sind natürlich auch der besagte Freund und Helfer. Und wenn wir ein bisschen Lebensfreude verbreiten können und vielleicht auch Menschen helfen können, auf Eigeninitiative, dann tun wir das. In diesem Fall haben wir hier halt einen Jungen zusammengekauert, mit Tränen in den Augen, am Straßenrand sitzen sehen. Und da war klar, wir fragen einfach mal nach, was könnte da passiert sein. Mein Sohn ist nach der Schule nicht nach Hause gekommen, da habe ich mir Sorgen gemacht. Ja. Und er spielt manchmal Basketball mit den Kumpels und dann habe ich ihn hier so vorgefunden. Okay, ist soweit alles neu. Wir haben uns nur Sorgen gemacht, wir sind hier ganz normal auf Streifenfahrt, deshalb... Er redet leider nicht mit mir, Moritz. Sind Sie verletzt oder so? Brauchen Sie einen Arzt? Nein. Ich sehe gerade, Sie haben hier was an der Nase ein bisschen... Nee, ich war eben mit einem Kumpel Basketball spielen und da habe ich einfach einen Ellenbogen gegen bekommen. Ist also, das auch der Grund, warum Sie so leicht verweint aussehen? Ja, alles halb so wild, alles gut. Alles. Sind wir unerwünscht, wir können auch gerne wieder fahren. Ich denke, das hat sich erledigt. Moritz, komm, Schatz, wie geht's? Ja. Was ist los? Zeig mal. Zeig mir bitte. Wir können auch, also ich hab eine Funke dabei. Wir können auch gerne einen Rettungswagen. Zieh mal dein Hemd aus. Also wir können Ihnen gerne einen Arzt, ärztliche Versorgung anbieten. Und wenn einen Rettungswagen. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? 18. Moritz, das ist doch nicht vom Basketballspielen. Das sieht aber wirklich nicht nach Basketball aus. Es sei denn, ihr spielt irgendwie mit Messern oder sowas, ne? Ist noch irgendwas anderes passiert? Das sieht aus wie Brandabdrücke von einer Zigarette oder so. Ja, sieht's wirklich.
Vielleicht können wir uns noch mal vorstellen. Also mein Name ist Sindera, das ist der Kollege Breuer. Henrike Eichhorn. Ja. Ist mein Sohn Moritz. Okay. Moritz, darf ich Moritz zu dir sagen? Ja. Okay. Moritz, das sieht jetzt wirklich nicht danach aus. Nein, dass, das ist alles halb so wild, wirklich. Das war beim Basketballspielen und da geht es auch ein bisschen zu Sache. Das sind doch so kleine Basketballer gibt es nicht. Und wie der Kollege gerade eben gesagt hat, das sieht nach Brandblasen aus. Ne? Also sieht für mich fast so aus, als hätte jemand eine Zigarette darauf ausgebrannt. Stefan, nein, schau mal hier. Nein. Die sieht auf jeden Fall nicht geraucht aus. Ich meine, das könnte natürlich jetzt jede Art von Zigarette sein. Ne? Na klar, ich meine, ich wollte nur darauf hinweisen, dass sie offensichtlich nicht geraucht worden ist. Ne? Und vielleicht doch irgendwie im Zusammenhang mit den Verletzungen da steht. War jetzt nur eine Mutmaßung, natürlich jetzt kein. Sonja! Guten Tag. Sonja höre ich gerade. Wie heißen Sie denn weiter? Sie sehen leicht verletzt aus. Was ist passiert? Ja, Alles okay. Wollen Sie setzen? Na, nee, geh schon. Ron ist ein Arzt. Was willst du eigentlich noch hier? Hau bloß ab, ja? Was ist mit euch beiden? Ihr kennt euch? Sie haben eben Schluss gemacht und ist jetzt mit Thomas zusammen. Ja. Hau ab! Okay. Kürzlich erst oder schon? Ja, kürzlich. Ich will sie nicht mehr sehen. Gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich sehe gerade, Sie beide sind verletzt. Steht das in irgendeiner Form in Zusammenhang jetzt mit Ihrer zerbrochenen Partnerschaft? Moritz? Was ist denn passiert? Erzählen Sie doch mal. Ja, er hat mich geschlagen. Der Herr hat Sie geschlagen? Ja. In was für einem Zusammenhang? Was ist vorgefallen? Also ist er einfach zu Ihnen hingekommen und hat gesagt, ja, ich schlag Sie jetzt oder was? Nein, aber der war sauer, weil ich mit ihm Schluss gemacht habe. Und ja. Tun Sie mir mal aus Höflichkeit erstmal einen Gefallen und legen mal die Zigarette weg oder machen die am besten ganz aus, ja? Sie rauchte, als ich dann ihre Zigarette in Augenschein nahm, konnte ich quasi feststellen, dass es sich um ja, das gleiche Fabrikat, das gleiche Modell handelte, was wir auf dem Boden festgestellt haben. Dementsprechend vermutete ich da einen gewissen Zusammenhang. Sie haben jetzt nicht zufällig in dieser Art von Streit, ich weiß nicht, in welcher Art Sie sich jetzt gerade getrennt haben, aber Sie haben da eine Zigarette in der Hand und hier sehe ich so Brandblasen. Das steht in keinem Zusammenhang. Ja, du bist doch ein liebes Mädchen. Was ist denn da passiert? Ich kenne dich so gar nicht. Das weiß. Kann ich jetzt mal bitte abhauen? So, hören Sie mal, jetzt warten Sie mal ganz kurz. Ich wüsste jetzt echt gerne, was hier vorgefallen ist. Die Dame hat gerade angegeben, von Ihnen geschlagen worden zu sein. Und Sie sind auch offensichtlich verletzt. Guck mal. Und da hinten sind auch noch mal drei Personen, okay. Die Sie auch noch Sie bleiben mal alle hier, ja? Sie haben die beiden kurz im Griff. Wir schauen einmal ganz kurz nach. Nimm mal Pfeffer. Ja. Hey, Kollegen! Hey! Auf den Rücken! Hast du ihn? Ich hab ihn. Männer auf den Rücken, hab ich gesagt. Du bist jetzt ruhig! Kollege, deine Fresse! Hey! Lass mich doch mal los! Hey! Du bist jetzt ruhig, okay? Du bist ruhig! Fuck, man! Hast du ihn? Sicher? Ich hab ihn sicher. Was soll die Scheiße, Mann, Alter? Ihr habt damit angefangen! Können wir jetzt alle mal runterfahren? Ruhig, Alter. Was denkst du, wer du bist? Oh, Scheiße! Was Verräter! Hör mal. Was für Verräter! Hey. Ihr seid die Verräter! Kollege, du bist eine Muschi, Alter! Kannst du mal den Mund halten? Tu mir den Gefallen, ja? Pass mal auf, steck dir gleich Gras im Mund, okay? Ja, schön, mach mal. Bleib's ruhig. Ja, ja. Umdrehen. Am liebsten rauche ich den. Beine anziehen und hoch. Was passiert hier? Und du setzt dich hier hin. Ja, komm, erzähl. Ja, ich erzähl's. Ich erzähl's, ich hab keinen Bock mehr drauf. Denk mal, man sieht sie mal zweimal im Leben. Ist mir scheißegal. Ah, okay. Erzähl. Auf jeden Fall. Ja. Die zwei sind eben auf ihn da drauf gelackert. Moritz. Ja, hey, okay. Was für eine Scheiße, Junge. Ja, ich sag's jetzt. Ist einfach so. Komm, rett dich doch. Okay. Warum? Warum? Ja, das ist seine Ex-Freundin. Und er konnte anscheinend nicht ertragen, sie mit ihm zu sehen. Und er ist komplett eskaliert. Er hat's gezogen. Wer ist er denn? Nein, nicht er. Er. Du hast dickste Scheiße, was gemacht? Hey, Thomas. Der Beschuldigte, der von Moritz Breuer fixiert wird, war auf den neuen Freund seiner Ex eifersüchtig und hat ihn deshalb verletzt. Er wollte, dass die frisch Verliebten ihre dreimonatige Beziehung beenden. Und auf jeden Fall hat er gemeint, mal, ja komm, wir machen jetzt eine kleine Show. Ich will die unbedingt wieder haben. Und halt, tut die Seite weh. Okay, kümmern wir uns sofort drum. Ich kann euch eine RTW rufen, ja? Okay, also er wollte sie wieder zurückhaben? Er wollte sie auf jeden Fall wieder haben. Und ja, man sieht es auch an seinen Armen. Er hat auf einmal ein Messer gezogen. Er hat ein Messer dabei gehabt? Er hat sich geschnitten. Ich hab kein Messer. Okay.
Fraglich ist noch, woher die Brandwunden auf dem Unterarm des Sohnes stammen. Hat die 17-Jährige wirklich etwas damit zu tun? Zu mir. Also, das ist dein neuer Freund, der Moritz. Ja. Okay. Und ihr werdet auch gerne noch zusammen. Ja. Okay. Und das ist dein Ex-Freund. Und der hat dich jetzt gerade gezwungen, bei ihm auf den Arm die Zigaretten auszudrücken und ihn mit einem Messer zu ritzen. Stimmt das? Das hat er uns hier gerade gesagt. Stimmt nicht. Das hat er selber gemacht, Herr Simulant. Er hat das gemacht, weil die ihn nicht mehr liebt. Weil die zurück zum Thomas wollte. Okay. Woher kommt denn das blaue Auge? Woher kommt's denn? Du warst das! Das hast du gemacht, du hast gestritten. Ja, genau, ich! Ich will keine Scheiße, Junge. Ist gut, ne? Jetzt verstehe ich nicht. Und warum seid ihr hier so in den Streit gegangen? Wieso wollten die beiden auf dich drauf? Wir waren am Basketball spielen und dann haben wir die gesehen. Und auf jeden Fall, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße gehabt und bin halt dazwischen gegangen. Hast du denn schon mitbekommen, wo sie ihn da geritzt hat und mit denen? Nein, sie hat ihn nicht geritzt. Wer war das denn? Er war's. Ja, aber sie war das mit der Zigarette. Sie musste es tun. Nein. Sie wollte es nicht und darauf hat er sie geschlagen. Du kleiner Heuchler, du bist okay. Du laberst dickes Scheiße. Moritz. Sag nur die Wahrheit, verpiss dich! Kollege, es ist gut, okay? Was verdammte Axt, ey! Es reicht! Ich bin schon mal! Ja! Lass den los! Ist okay jetzt? Ja! Meine Fresse! So, der bleibt jetzt hier unten, ich bleib hier offen. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ihr zwingt ein junges Messer? Mädchen, ja. Jemanden zu verletzen? Sag mal, wie blöd seid ihr eigentlich? Der Anstifter muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Aber auch die 17-Jährige muss dafür gerade stehen. Der Gebrandmarkte verzeiht seiner Freundin jedoch. Der brutale Plan des Ex-Freundes ging nicht auf. Prinzessin. Du kommst eh noch zurück. Ruhig da hinten. Wir gehen jetzt erst. Ist okay, du wirst noch zurückkommen. Die größte Prinzessin, die sitzt hier, ne?